ein Igelhaus fertig bauen, damit der Igel bei uns auch überwintern kann. Hier hat er Reisighaufen. Wir tun da jetzt Sägemehl rein, damit der Igel überwintern kann, dass er schön warm hat. Alles schön flach. Dass es ganz gerade steht. So, sollte das passen. Und dann wollen wir noch schnell den Holzverbau hier rundherum. Jetzt ist jetzt unsere Grundkonstruktion. Mit da vorne einem Eingang für den Igel. Da passt da nur er durch und die Katzen nicht so. Wenn man das sieht, ist durch den Tontopf alles schon gut isoliert und außenrum kommt noch viel Holz und oben drüber dann noch Blätter und Stöcke und alles, was wir so im Garten finden. Im Herbst die Blätter liegen, damit der Igel genug Futter findet. Und hier hat er dann seinen Platz für den Winterschlaf. So, dann bauen wir mal weiter. Das ist der Eingang vom Igel. Bis ins Igelhaus. Vorne haben wir noch Holz rundherum gebaut und oben drauf noch Blätter. Und jedes Mal, wenn wir Blätter haben, schmeißen wir das so oben drüber, dass es immer dichter und wärmer wird für den Igel dann. Und wir melden uns dann wieder, wenn der Igel bei uns einzieht. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr baut so etwas Ähnliches nach. Es ist sehr wichtig, dass man den Igel auch ein bisschen hilft beim Überwintern, weil es werden ja immer weniger Wildtiere im Garten. So, was machst du da jetzt? Willst du es alleine wegschieben? Ja? So, dann kannst du wieder verräumen, wenn du magst.